klassischer war für seine Zeit von 100 Tage Fernsehen, Peter Medioade und der Mokino vom Goch TV, wo ich immer wieder auch teilnehmen konnte und Beiträge machen konnte. Für mich war das endlich ein Vorreiter, danke, ein Vorreiter für das, was eigentlich schon längst nötig war und jetzt endlich dann realisiert wurde. Merkwürdigerweise, und das stelle ich also wirklich auch mal zur Frage, ist auch diese Zeit, obwohl so bekannt, gar nicht richtig im Kunstmarkt, im medialen Kunstmarkt rezipiert. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass wenigstens das IMA-Institut, was dann noch gegründet wurde, zur Darstellung dieser ganzen Zeiten, medialen Frühzeiten, also das heißt Pionierarbeit im Wesentlichen, dann gewürdigt wird, dass zum Beispiel Mike Ahens, mit dem ich eine langjährige, fruchtbare Zusammenarbeit verbinde, jetzt endlich auch etwas zur Rolle von Gérard Couty, das heißt Frigo in Dion, was ein Vorreiter war für diese ganze Medialität in dem Kunstbereich und freien Kunstbereich vor allen Dingen. Das heißt, entwicklungstechnisch wesentlich auch beinhaltet, nicht nur dokumentarisch, sondern als Darstellungsmedium. Heutzutage, wenn ich viele Produktionen sehe, bin ich eher gelangweilt und kann mir nicht vorstellen, dass solche Zustände auch noch gefördert werden, wobei doch einfach erstmal wichtig ist, das Quellenstudium, das Studium Radikale, um zu verstehen, welche wesentlichen Inputs notwendig waren, um eigentlich ein ganz anderes Bild zu zeigen, als jenes, was hier gemeinhin als, Kultur plus Medien, will ich mal sagen, das wird ja immer noch getrennt, oder mehr im Verschönerungsverein-Bereich. Aber da sind IMAI. Das ist ein gutes Institut. Das sind Arbeiten von Henström. Er spricht ja jetzt im Haus der Universität, ich glaube am 23. oder 24. über den Januar. Ja. Wer? Jetzt. Ja, ich gebe dir die. Ich wollte ja schon jemanden trafen. Gute. Da wird er endlich über Gérard Couty, in Memoriam Gérard Couty, Rotbach Pape. Da ist 21. Ich glaube am 24. Ich weiß nicht, ich schicke dir das noch, genau. Der wird, in der Zeit wird er auch bei mir sein, wir können uns ja nochmal treffen und dann sitzen wir zusammen. Also ich finde es sehr gut und wichtig, dass endlich da so ein bisschen was sich hört. Es ist zwar auch 30 Jahre zu spät, wenn man das so will, aber wir sollten endlich Anschluss an die Realität wieder gewinnen. Da seht ihr den Medienstandort Düsseldorf ganz gut stehen. Nicht nur zur Schau, sondern wirklich substanziell. Über diese medialen Aktivitäten von Minus Delta T, da hattest du da auch inspirativen Einfluss. Ja, also ich bin ja immer schon mit elektronischen Dingen zu tun. Ich habe hier zum Beispiel 73, haben wir ja einen Auftritt mit in der Kunsthalle im Rahmen der Nachbarschaft damals gehabt. Da habe ich einen Körpersynthesizer gebaut, mit dem ich also meinen Körper an fünf verschiedenen Stellen in die Generierung von den Klängen eingebaut habe, dieses Gerät selber entwickelt und gebaut habe. Generierung von Klängen? Ja, durch fünf verschiedene Resonatoren, in denen mein Körper, ganzer Körper, integriert war. Das Gerät Felix, das ist, da gibt es ja auch noch eine Dokumentation, eine halbe Stunde beim WDR, da kann man nochmal nachschauen. Und eigentlich ist auch interessant zu nennen, vielleicht das soziale Ritual, das war ein Projekt, was 81 im Medienzentrum Düsseldorf damals, das gab es im Hafen nicht, das ist erst später gebaut worden. Da bin ich auch unter anderem nach USA eingeladen worden, um zur Computermusikkonferenz in Queens, und hatte bei Sidney Alonso, bei dem Hersteller von Synth-Klavier, einen Auftrag, um das Synth-Klavier als im Bereich für Europa
wirtschaftlich freizuschalten, dass er importiert werden kann. Das war damals Sixt. Das ist Filmklavier, nur zur Information, ist das, wo der Zappa seine wesentlichsten Projekte realisiert hat. Zappa ist einer der wenigen soziokulturellen Ausnahmeerscheinungen der Kompositeure. Und das darf man durchaus mal sagen, weil es ist ja sehr viel Dummsinn damit. Aber er hat den amerikanischen Dream heute in diesen Zeiten ganz deutlich zu erkennen, wesentlich deutlicher gemacht, als es jetzt der hiesige Präsident in der Lage ist, zu konterkarikieren. Ja, aber was ist denn mit Vernetzung? Also ja. Meine Vernetzung und Globalisierung. Ja. Dieses allgegenwärtig vernetzt sein. Ja, das ist ganz wichtig, dass das angesprochen wird. Das ist ganz wichtig, dass das angesprochen ist. Das war damals auch in dem Umkreis, das ist